Die Unterhaltungs- und Musikwelt erhielt eine tragische Nachricht, als der Tod der berühmten Künstlerin Wenke Mühre bestätigt wurde. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod löste bei Fans auf der ganzen Welt Trauer und Bedauern aus. In diesem Artikel geht es um das Leben und die Karriere von Wenke Mühre, der in der Unterhaltungs- und Musikbranche seine Spuren hinterlassen hat. Wenke Mühre, richtiger Name Wengesin Nove Mühre, geboren am 15. Februar 1947 in Kjelsås, Oslo, Norwegen, ist eine der berühmtesten und am meisten bewunderten Künstlerinnen Norwegens. Sie begann ihre künstlerische Karriere sehr früh, mit der Anleitung und Unterstützung ihrer Familie. Das Bühnenleben lockte sie schon in jungen Jahren an und sie gab ihr Bühnendebüt 1954, als sie 7 Jahre alt war. Mühres erster Auftritt bildete einen glänzenden Ausgangspunkt für ihre Karriere. Mit ihrer fesselnden Stimme und natürlichen Darbietungsfähigkeiten erregte sie schnell die Aufmerksamkeit des Publikums und ließ alle ihr großes Potenzial ausrufen. Sie wurde ein junger Theaterstar und galt als die Zukunft der norwegischen Musik. In den folgenden Jahren entwickelte Mühre ihr Talent weiter und schuf viele beeindruckende Musikprodukte. Ihre musikalische Karriere brachte vor allem in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren viele Erfolge und Auszeichnungen mit sich. Sie hat viele Grammy-Preise gewonnen und tritt regelmäßig in wichtigen Musikshows auf. Wenke Mühre ist mit seiner einzigartigen Stimme und seinem einzigartigen Auftrittsstil zu einer Ikone der norwegischen Musikindustrie geworden. Sie hat viele verschiedene Musikgenres gespielt, von Pop über Jazz bis hin zu Rock. Mühres musikalische Vielseitigkeit hat es ihr ermöglicht, abwechslungsreiche und stilvolle Hits zu kreieren. Zu Mühres berühmtesten Hits gehören "Gi meg en cowboy til mann", "Gib mir einen muskulösen Mann" und "La Mac wäre um", "Gib mir einen jungen Mann". Diese Lieder sind zu Symbolen der norwegischen Musik geworden und haben Generationen von Fans und jungen Künstlern beeinflusst. Mühre hat auch in ihrer Karriere Vielfalt bewiesen, indem sie an vielen verschiedenen Musikprojekten teilgenommen hat. Sie hat mit vielen berühmten Künstlern zusammengearbeitet und ihre Vielseitigkeit durch die Aufführung verschiedener Musikgenres unter Beweis gestellt. Der Erfolg von Wenke Mühre beschränkt sich nicht nur auf Norwegen, sondern hat sich auf viele andere Länder auf der ganzen Welt ausgeweitet. Sie ist auf internationalen Bühnen aufgetreten und hat die Aufmerksamkeit eines weltweiten Publikums auf sich gezogen. Mit der Organisation von Tourneen und Auftritten bei internationalen Musikveranstaltungen hat sich Mühre einen Namen auf der Weltkarte der Musik gemacht. Sie hat ihre schöne Stimme und ihr schauspielerisches Talent an vielen Orten auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt und ist zu einer Ikone der internationalen Unterhaltungsindustrie geworden. Mühres Einfluss beschränkt sich nicht nur auf die Musikindustrie, sondern erstreckt sich auch auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Sie nahm an Il est mort dans son sommeil. Ils ont tout fait le deuil. Que même sa femme même, et ses deux femmes sont encore au Mali, elles se sont même pas encore mariées. Je dis vraiment, 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 j'aime cette histoire-là, elle est rien, mais. Oh, vraiment. Nous vivons avec les mots. Tu vois que oh, cela est beau. Et Seigneur, si vous me regardez, oh, tu ne sais même pas d'où il vient. Vraiment, DMG. C'est vraiment terrible ce monde. Vraiment terrible. Vous écoutez encore le témoignage, c'est parti. Là, je vivais avec mes parents. On était en face d'une cour là où vivait une famille que je vais nommer Ouattara. Ouattara, c'était le monsieur était un LH qui vivait avec ses trois femmes dans la cour. C'était un polygame en fait. Donc parmi ces trois, la première avait un garçon qui s'appelait
Suleiman. On va lui donner un prénom, Suleiman. Suleiman, c'était un jeune de la nuit. Il aimait beaucoup, beaucoup sortir. Donc, tout le temps, c'était la bagarre. La journée, lui passe toute la journée à dormir. Et la nuit, c'était... Il sortait la nuit avec ses copains. Son père faisait toujours des histoires avec Suleiman. Et sa mère n'était pas... Comme si c'était son premier fils, au fait. Voilà, sa mère ne voulait pas qu'on critique son seul et unique fils. Donc, tout le temps, son père disait, Suleiman, un jour tu verras, Ibnaïe. Suleiman, un jour tu verras, Ibnaïe de Suleiman, si tu n'arrêtes pas. Ok. Suleiman n'attendait d'une seule oreille.